Moin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr dieses Video schaut. Seid gegrüßt. Ja, ich habe hier Rustipani, helles Ofenbrot, Salami. Ich weiß, sowas hatte ich schon mal, aber das war ein anderes. Das war mit Hähnchenbrust und nicht mit Salami und das war auch mit Paprika. Und das hier ist auf Buchenholz geräuchert, auf Tomaten-Basilikum-Soße. Hört sich sehr lecker an, ist so eine Art dann, ja, wie eine kleine Pizza. Gehe ich mal von aus. Wird im Backofen gemacht, bei 200 Grad, für 12 bis 15 Minuten, je nach Bräunungsgrad, wie man das gerne möchte. Ja. Und das hat mich angelächelt und deswegen werde ich das jetzt im Backofen machen und dann werden wir mal schauen, wie es schmeckt. Also, bleibt dran, wir sehen uns sofort wieder, für euch ist das nämlich nur ein ganz kurzer Cut und dann, ja, seid gespannt, wie es wohl schmeckt. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, 12 Minuten reichen voll und ganz aus. Wenn der Ofen ein bisschen Power hat, dann sollte man nicht zu sehr das machen. Ich hatte vorsichtshalber auf 15 gestellt, aber habe dann bei 12 abgebrochen. Weil bei 15 wäre es mir dann wahrscheinlich komplett verbrannt gewesen. Aber so, ja, sieht's schon mal lecker aus. Es riecht auch ziemlich lecker. Ich bin mal gespannt auf diesen Sauerteig, da wie das mit diesem Sauerteig ist. Damals bei dem Hähnchen war das ja eigentlich ganz lecker. Und jetzt bin ich mal hier gespannt. Ich schneide mir hier mal so ein Stückchen ab und ja, so sieht das innen drin aus und jetzt probiere ich mal. Also, es sieht zwar aus wie ein Pizzabrot, ist aber kein Pizzabrot. Es ist, man schmeckt diesen Sauerteig, schmeckt man ganz klar raus. Er hat, ja, logischerweise eine richtig schöne Säure. Und, ja, Tomate, hier die Zwiebeln, das macht alles, ja, das Ganze interessant, geschmacklich. Es ist so ein Zwischending zwischen Pizza und Zwiebelkuchen. Muss man sich ungefähr vorstellen. Also Zwiebeln schmeckt man ganz klar raus. Den Tomaten, die Tomatensoße schmeckt man auch. Aber man schmeckt halt eben diesen Sauerteig. Ziemlich extrem und für wen das was ist, wer Sauerteig mag, da ist das richtig lecker und alle anderen, die sagen, Sauerteig, nee, das ist nichts für mich, die sollten dann auch die Finger von lassen. Ich bin der Meinung, also mir schmeckt das sehr gut, ich würde mir das auf jeden Fall wieder kaufen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, ob ihr das schon mal hattet, ob ihr damit zufrieden wart, ob es euch geschmeckt hat und. Das soll es aber jetzt wieder hier gewesen sein mit diesem kleinen kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das Video gerne wieder teilen. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, ein Abo, alles ist möglich, würde mich sehr freuen.
Ich bedanke mich erstmal ganz recht herzlich bei euch. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.